Wasserstoff aus der Welge feierlich. Die Produktion von Wasserstoff braucht ziemlich viel Energie. Und trotzdem soll Wasserstoff an der Energiewende und im Kader von der Dekarbonisierung so wichtig sein. Hä? Erzähl mal kein! Wir wollen in der EU bis 2050 klimaneutral sein. Das bedeutet, dass wir bis dahin quasi kein fossilen Erdgas, Öl oder kein Kohl mehr verbrennen können. Und also Alternative brauchen. Nee, das ist leider noch immer kein gutes Alternativ. Aber Wasserstoffanbau, die kann nämlich vielfältig angesetzt werden. Als Rohstoff an der Industrie, aber auch als Brennstoff an oder als Energiespeicher. Und ganz wichtig, kann klimafreundlich produziert werden. Vielleicht kann das Reaktion aus der Schule. Mittels Elektrolyse geht Wasser mit Strom auf Wasserstoff aus Sauerstoff gespickt. Aber wenn man erneuerbaren Strom hält, entsteht bei der Produktion kaum CO2. Das schwätze ich von geringem Wasserstoff. Wenn wir die Energie aus dem Wasserstoff nur nutzen wollen, können wir ihn entweder verbrennen oder mit Hilfe von Brennstoffzellen nur aus dem Strom an. Also quasi die umgedrehte Reaktion wie die Elektrolyse. Und dabei entsteht als Abfallprodukt jeweils Wasser. Tada! Das ist auch bei der Verbrennung respektive Nutzung aus dem geringen Wasserstoff proper. Kein CO2, schüsst Wasser. Werden wir dann in Zukunft mit Wasserstoffautos rundherum fahren? Mit Wasserstofffliegen fliegen? Mit Wasserstoffheizen, Stromspeichern? Wasserstoff hat leider auch Nachteile. Wasserstoff ist keine Energiesource wie Erdgas, Öl oder Wind, die wir einfach so können unzappen. Man schüsst einen Energiespeicher, und zwar relativ uneffizienten. Muss mit viel Energie für diesen Mal produziert gehen. Ja, es wird gerade probiert, innerirdische Wasserstoffquellen umzuzappeln, mit noch ist leider ungewiss, ob das wird klappen. Da muss der Wasserstoff an Tanken auf ca. 700 Bar komprimiert gehen, an oder stark aufgekühlt gehen. Auf für die Energie nicht rund zu kommen, muss das nicht umgewandelt gehen. Dabei hört den Alkeier Energieverluste. Das wird zu kotzen! Ja, Herr Vogel, da können wir auch nichts dafür. Mehr effizient ist immer, erneuerbaren Strom direkt umzusetzen. Beispiel aus Wärmepumpe, die Strom direkt nutzt für zu erhitzen. Wenn es irgendwie über Wasserstoff als Brennstoff fehlt, kann der Vergleich ganze 80% vom ursprünglichen Strom verschwenden. Zwischenfazit 1. Geringer Wasserstoff als klimafreundlichen Energiespeicher, wie das mehr effizient erneuerbare Strom direkt umzusetzen. Der hat das wunderbar gesucht. Oh, merci. Man nicht immer kann den Strom direkt ersetzen. Wir brauchen auch Energiespeicher. Und heute steht der Wasserstoff in Konkurrenz zur Batterie. Sollen wir also zum Beispiel daheim den überschüssigen Strom aus der Photovoltaik in Form von Wasserstoff speichern? Nein, weil die Batterie ist viel mehr effizient. Und noch, wenn wir den Wasserstoffauto mit dem Elektroauto vergleichen, da sehen wir, dass der Wasserstoffauto 2 bis 3 Mal mehr Strom verbraucht wie ein Elektroauto. Such much? Wie kommen wir auf das Rechnen? Im Fall vom Elektroauto geht der Strom über die Charge an die Batterie, auch von dort aus geht der Motor angetrieben. Bei all den Etappen geht just relativ wenig Energie verloren. Und Zöllen. Für 1 Megajoule Energie auf Pneuen zu kriegen, brauche ich anfangs 1,53 Megajoule. Es geht also ca. 1/3 von der Energie verloren. Beim Wasserstoffauto gehen es 2 Varianten. Entweder der Wasserstoff wird am Auto verbrannt, das gleicht dann dem Funktionament von einem klassischen Verbrennungsmotor, oder der Wasserstoff wird mit Brennstoffzellen aus Strom verwandelt. Da funktioniert ein ähnlich wie ein Elektroauto. Und ist mehr effizient. Vergleich mal also diesen Tipp Wasserstoffauto mit dem Elektroauto. Hier sind viel mehr Etappen nötig. Für anzufangen, geht den erneuerbaren Strom auf den Dicht und den Elektrolyseur, wo der Wasserstoff produziert wird. Hier geht schon 25-30% von der initialen Energie verloren. Da muss der Wasserstoff bis bei der Tankstelle transportiert gehen, getankt und am Auto stockiert gehen. Jeweils mit gewissen Energieverlusten. Und da wird der Wasserstoff mit Hilfe von einer Brennstoffzelle in dieser Strom verwandelt. Mit einem Energieverlust von bald 50%. It's gone! It's all gone! Nee, ein bisschen Energie bleibt schon noch übrig. Ab hier ist dann das Prinzip dasselbe wie beim Elektroauto. Allerdings wird den durch den Umweg über den Wasserstoff 4,5 Megajoule Verbrauch für 1 Megajoule auf die Straße zu bringen. Hier gehen also bald 80% von der ursprünglichen Energie verloren. Den Elektroauto ist also bei weitem mehr effizient. Außerdem geht die Infrastruktur für Elektroauto immer besser. Batterie geht mehr effizient und mehr billig und es entwickelt sich eine Recyclingmaschine. Dafür sind sich die meisten Experten eins. Der Wasserstoffauto hat im Moment keine Priorität. Disappointed!
Ist der Wasserstoff dann überhaupt etwas gut? Ja, weil auch Batterien haben Nudele. Sie können Energie nicht so lang speichern wie Wasserstoff. Wasserstoff hat also Potenzial als saisonalen Energiespeicher für größere Energiequantitäten. Batterien haben außerdem eine mehr geringe Energiedichte wie Wasserstoff. Sie brauchen viel mehr Platz. Für große Gefahren und lange Distanzen brauchen sie riesig und schwere Batterien. Dafür hat Wasserstoff Potenzial, zum Beispiel bei großen Frachtschiffen, eventuell auch bei Kamionen oder Bussen. Bussen! Hier kommen potenziell auch E-Fuels ans Spiel, aber dazu gleich mehr. Zwischenfazit 2. Im Vergleich zur Batterie ist der Wasserstoff bei vielen Applikationen maler effizient, was die Fälle für einen Avantagen hat. Aber wie ist es denn mit den Fliegern? Hier wird den Ansatz von Wasserstoff als riskant angesehen. Eine Alternative wären E-Fuels. Häufig mischt in dem Wasserstoff noch CO2 bei und formt daraus mit großen Molekülen, die flüssig sind und mit denen die Flieger betanken kann. Hallo, halt ihr schon. Wenn wir wählen die aktuell europäische Fliegerflotte klimaneutral kriegen, bräuchte man in Zukunft alle Jahre ca. 1,3 Mal den ganzen Strom, den 2020 in der EU produziert wird, als geringer Strom als just für die Aviation. Das ist nicht zu merken. Ja, das ist eine Herkulesaufgabe. Wir haben nicht genug Alternativenergien für all die Wasserstoff zu produzieren. Dafür sind sich die Experten eins. Zwischenfazit 3. Wir müssen Prioritäten setzen. Wo man da fangen wir an? Wo muss Wasserstoff aktuell am meisten sein? Auch hier sind sich die Experten größtenteils eins. Priorität hat der Sektor, der schon heute am meisten Wasserstoff verbraucht. Die Industrie. Weltweit gehen hier aktuell pro Jahr 100 Millionen Tonnen Wasserstoff angesetzt. Zum Beispiel in der Stahlindustrie, als Rohstoff für Dünger herzustellen oder als Brennstoff für Höchsttemperaturen zu kreieren. Das Problem, aktuell geht quasi kein geringer Wasserstoff angesetzt, mit zu ganz 99% Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen, hauptsächlich aus Erdgas. Das ist der sogenannte grohe Wasserstoff. Allein in Europa ist dieser grohe Wasserstoff aus der Industrie responsabel für 70 bis 100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Zu Lützeburg für über 5000 Tonnen CO2 pro Jahr. Dieser grohe Industriewasserstoff soll also schnellstmöglich durch geringe Wasserstoff ersetzt gehen. Da könnte man schon mega viel CO2 ersparen. Aber das ist schon eine riesige Challenge. Geringe Wasserstoff ist aktuell ca. 3 Mal mit teuer wie geworden. Es fehlt noch eine Infrastruktur und wir brauchen viel mehr erneuerbare Energien. Als Vergleich, für diese Umstellung zu machen, bräuchte man den Äquivalent von all dem Strom, den Frankreich aktuell pro Jahr produziert. Aber in Form von geringem Strom. Okay. Außerdem sollen industrielle Prozesse, wenn möglich, so umgewandelt gehen, dass ihr fossile Chemikalien mit Wasserstoff kann ersetzen. Das gibt zusätzlichen CO2 ersparen. Das ist zum Beispiel an der Stahlproduktion möglich, wo ihr am Platz vom Koks auch Wasserstoff als Reduktionsmittel kann ersetzen. Schlussfazit. Wenn wir wollen ob Öl, Gas und Kohle verzichten, brauchen wir Wasserstoff. Aber so richtig an den Gang, als wir noch nicht kommen, wird ganz große Herausforderungen geben. Eher geringe Wasserstoffwert können in riesige Quantitäten angesetzt gehen, muss für dich eine Wasserstoffinfrastruktur abgebaut gehen und viel mehr erneuerbarer Strom produziert gehen. Das braucht riesige Investitionen und Zeit. Eine große Challenge. Und in der Zwischenzeit muss man priorisieren. Wenn du mehr willst zum Thema wissen, mit einem ganz ausführlichen Artikel auf science.lu. Merci für's Zuhören. Ciao, ciao.